Hallo Freunde! Die alte, abgenutzte Verandaschaukel knarrte leise, als Mr. Jenkins darauf saß, eine Tasse lauwarmen Kaffee in der Hand. Aber heute war etwas anders. Eine kleine, ingwerfarbene Katze, ihr Fell verfilzt und stumpf, saß auf dem Weg zu seiner Haustür. Es rührte sich nicht, weinte nicht, schien seine Anwesenheit nicht einmal anzuerkennen. Saß einfach da und starrte auf die aufgehende Sonne. Mr. Jenkins hatte schon einmal streunende Katzen gesehen, gelegentlich streunende Katzen in seinen Garten. Aber dieser mit seinen müden, bernsteinfarbenen Augen und dem hageren Rahmen schien anders zu sein. Es bettelte nicht um Essen oder Aufmerksamkeit, sondern beobachtete schweigend, wie die Welt vorbeizog. Tag für Tag setzte die Katze ihre Wache fort. Es war immer an der gleichen Stelle, auf dem Weg, unbeweglich. Zuerst kümmerte sich Mr. Jenkins wenig darum und tat es als einen weiteren Wanderer ab. Aber seine Beharrlichkeit, seine unerschütterliche Stille, begann an seinen Herzen zu zerren. Eines Morgens prasselte ein heftiger Regen nieder und verwandelte den Weg in ein schlammiges Durcheinander. Die Katze war immer noch da, durchnässt und zitternd, aber scheinbar unbehelligt. Das war, als Mr. Jenkins es nicht mehr ignorieren konnte. Vorsichtig näherte er sich der Katze und bot ihr einen Teller mit Essen und etwas frischem Wasser an. Die Katze aß vorsichtig ein paar Bissen und trank ein wenig, dann kehrte sie an ihren Platz zurück. Als aus Tagen Wochen wurden, fühlte sich Mr. Jenkins von der Katze angezogen. Er begann, täglich Essen und Wasser draußen zu lassen und beobachtete es von seinem Fenster aus, während es aß, der stille, stille Beobachter. Er nannte es Kürbis, nach seinem rostig-orangefarbenen Fell. Eines Tages war Kürbis nicht auf dem Weg. Panik durchströmte Mr. Jenkins. Er durchsuchte den Hof, die umliegenden Straßen und rief nach ihr. Er fand sie, zusammengekauert unter einem Busch, zitternd und wimmernd. Sie hatte eine tiefe Wunde am Bein, infiziert und eiternd. Er wusste, dass er sie nicht einfach verlassen konnte. Er brachte sie zum Tierarzt, wo Pumpkin ihre Wunden behandelte und auf Parasiten testete. Der Tierarzt bestätigte, was er vermutet hatte, sie war unterernährt und hatte viel durchgemacht. Mr. Jenkins war bereit, ihr ein liebevolles Zuhause zu finden. Er würde dafür sorgen, dass sie ein Leben voller Liebe und Trost führen würde. Aber als sich Pumpkin zu erholen begann, begann ihre schüchterne Persönlichkeit zu blühen. Sie war verspielt und liebevoll und schnurrte wie ein winziger Motor. Sie entwickelte sogar eine eigenartige Angewohnheit, ihren Kopf an Mr. Jenkins' Beinen zu reiben und Aufmerksamkeit zu fordern. Ihm wurde klar, dass er sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen konnte. Kürbis hatte in seinem Herzen ein Zuhause gefunden, ein Heiligtum, auf das sie so geduldig gewartet hatte. Eines Morgens, als Mr. Jenkins das Frühstück zubereitete, kam Pumpkin auf ihn zu, ihr Schwanz zuckte aufgeregt. Sie miaute leise und stupste ihn mit dem Kopf an. Er folgte ihr ins Wohnzimmer, wo er eine andere Katze fand, glatt und schwarz, die Pumpkin neugierig anstarrte. Es war Mickey, die Katze seiner verstorbenen Frau, die seit Monaten vermisst wurde. Er hatte nicht gewagt zu hoffen, dass sie jemals zurückkehren würde. Mickey, die resolute schwarze Katze, schien Pumpkin sofort zu akzeptieren. Sie fing sogar an, Kürbisohren zu putzen, eine Geste der Akzeptanz und Fürsorge. Die beiden Katzen wurden schnell unzertrennlich, ihre Persönlichkeiten verschmolzen zu einem harmonischen Ganzen. Als Mr. Jenkins das Paar ansah, spielte und sich gegenseitig durch das Haus jagte, konnte er nicht anders, als zu lächeln. Er hatte immer geglaubt, dass Handeln besser war als Untätigkeit. Aber manchmal, als ihm klar wurde, dass es das Beste war, Pumpkin zuzusehen und zu warten, war es das Beste, was er hätte tun können. Er hatte nicht einen, sondern zwei Gefährten gefunden. Und sein ruhiges, einsames Leben war erfüllt von der Wärme der Liebe und dem leisen Schnurren zweier Katzen. Pumpkin, die kleine Ingwerkatze, hatte ein neues Leben in sein Zuhause gebracht,
Ein Leben voller süßer Melodien von Schnurren und den verspielten Mätzchen zweier geretteter Seelen.